You mean the Order's amulet? Das sagst du uns jetzt erst? Ja, das ist ja eine neue Nachricht. Eine gute Nachricht. Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerg, um Hobbit zu denken und zu einem neuen Part Minecraft Story Mode mit dem Zwerg First. Vielleicht nochmal kurz reinrufen hier. Weiter geht's mit der Story. Und Gabriel. Nothing can stop those things. Nothing even hurts them. Und ganz teamfüllt das Set, das Ding. Enderman? Jesse's right. The Wither's gaze passed over them and they went wild. Endermen sind keine gute Ideen. Endermen sind böse Viecher. Not necessarily. Ich meine ja nur. Aber wir können uns auch nicht ignorieren. Kannst du sie lenken? Ja, das ist die Frage. Weil wenn sie nicht lenkbar sind, dann können sie auch uns angreifen. Endermen sind böse Kreaturen und die können auch das eigene Team überrumpeln. Genau, Ivor, halt mal deine Klappe. Du hast die ganze Scheiße hier ausgefressen. Da muss ich einfach mal sagen. Du würdest doch mal verfolgen uns. Wir sitzen hart in der Klemme. So sieht's aus. Hat sich jemand eine Idee, wie wir rauskommen? Der Command Block, der Befehlsblock. Ja. Schön und gut, aber eine Form der Bombe hilft da relativ wenig. Du hast eine Lösung. Alles klar. Ein Plan B. Und weißt du, wie man ihn zerstört? Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Den Befehlsblock zerstören. Es geht mit Magie. Ah, okay. Wo finden wir dieses Buch? Ach, far away. Das kriegen wir hin. Weit weg sind wir schon gefahren hier. Weit weg sind wir gewandert. Das ist kein Problem. Wir finden schon einen Weg, in dieses geheime Labor zu kommen. Ich habe einen Plan, warum das uns so schnell gefunden hat. Wir müssen hier weg. Genau das. Ivor, Ivor ist wieder da. Mir gefällt es eigentlich auch nicht, aber ich sag vielleicht mal so, Ivor könnte unter Umständen ein neues Teammitglied werden. Obwohl jetzt der Petra ja einen Jungen verloren hat und Gabriel im Zweck stirbt und Elegard auch schon verrückt ist. Nee. Axel kriegt das nicht. Tut mir leid. Okay, habe ich ihm jetzt das Ding überlassen? Na toll.
Me too. But what do we do about Gabriel? The rest of you go. I'll stay here with Gabriel. Ja, einer bewacht Gabriel. Yeah, for old time's sake. Besides, der kann ja jetzt wirklich nicht mehr mitreisen. Komm, das sieht doch schon aus wie so ein halber Zombie. Den wollen wir nicht mitnehmen. Der Kranke muss da bleiben. Seid vorsichtig. So muss das sein. Auf geht's. Wir haben unsere Gruppen. The Warrior's Whip, you got it. Zack, B und runter und zack, das war unsere Begrüßung. Unsere mega coole Begrüßung hier. Brofest. Und die Karawane zieht weiter. Telltale Games präsentiert. Ist das jetzt das Intro von der in Zusammenarbeit mit Maui Junk? Ist das jetzt das Intro von der 4. Episode Minecraft Download? Sind wir bald da? Wie weit ist das noch? Ah, es gab auch eine Option, sind wir bald da. Ach, schade. Nicht mal wählen müssen. Minecraft Story Mode. Part 4? Nein, Part 4 ist es nicht. Ist schon Part 12, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, aber Episode 4. Eine Telltale-Geschichte von Brad Kane und Brian Fragrance. Regie von Graham Ross. Wir sind in der Wüste. Was machen wir denn in der Wüste? Die künstlerische Leitung von Mark Hammer. Sehen wir bald da. Ich meckere mal ein bisschen. Es ist immer weit. Umgebung von Jeff Parrott. Den wollen wir natürlich auch noch vorlesen. Und durch die Wüste und durch den Schnee. Immer weiter voran. Die Animation ist von Jeff irgendwas so ähnliches. Sarah. Choreografie von Jason Pike. Wir sind bestimmt gleich da, oder? Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir gleich da sein. Und irre ich mich da. Sind wir bald da? Ich muss auf Toilette. Ich hab Hunger. Oh, jetzt habe ich den nicht vorgelesen. Mama, wir müssen eine Pause machen. Sind wir bald da? Den Elmo nerven. Ich hab Durst, ich hab Hunger, ich muss mal auf Toilette. In einem Matschwald, oder wie man das nennt, Sumpfgebiet, nennt man es, glaube ich, angekommen. Wir reiten ja auch schon ewig. Sind wir denn bald da? Wie ich das noch öfter sage, kommt das gerade in den Titel. Sind wir bald da? Genau so. Jesse thinks the Farlands are cool. The Farlands lie at the very edge of all things, where logic gives way to chaos. They're a dangerous place to visit. And a ridiculous place to visit. Kennen wir ja schon genug davon. Waren wir schon an genug gefährlichen, schlimmen Orten. Hier in Minecraft Story Mode. Ich verhungere nicht, ich bin fett genug. Ich habe einen Vorrat, ich habe einen Speckmantel, der mich warm hält und auch. Verdammt, jetzt konnte ich nichts wählen, weil ich über mich selbst geredet habe. Ich wollte mich doch umschauen. Die Sümpfe. Was sollen wir denn mit in den Sümpfen an Futter finden? Na, wir können ja mal gucken. Im Sumpfwasser.
Vielleicht schwimmt da irgendwo ein Pilz rum. Das ist halt schon gar nicht so unrealistisch. Erkunden wir mal den Sumpf. Aber ein Jahr nicht drin versinken. Das finde ich so toll. So, da ist doch bestimmt was. Muss nur mit der Steuerung hinkriegen, da drauf zu ziehen. Eine Kartoffel! Na, die nehmen wir doch mit. Nehmen. Nee, Essen machen wir noch nicht. Erstmal für die anderen mitnehmen und dann essen. Nicht erst an uns selbst denken. Nicht so egoistisch hier. Nicht so egoistisch, also Fettsack. Nicht gleich essen. Erstmal Futter besorgen. Dann gucken, wie es reicht. Und dann aufteilen. B. Nehmen. Nicht essen. Nein. Böse ist, wer das macht. Alle sind am Hungern. Da macht man erstmal Sammlung. Ja, ein bisschen was habe ich gefunden. Eins bei Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob das reichen wird, aber ja. Hexenhütte. Na, da sollten wir vielleicht nicht so lang, so nah rangehen. Wie ist die Option? Erkunden. Nee, lass mal lieber bleiben. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Oder doch? Na komm, da holen wir es genau an. Sterben wir dann dadurch? Komm, wir erkunden es. Wir wollen es mal sehen, wie es ausschaut. Da steht auch ein Kuchen auf dem Fensterbrett. In Zuckerhäuschen hier. Ja, der Elvo ist doch eine halbe Hexe. Ein Kuchen. Ja, da stecken wir es halt in den Ofen. Hänsel und Gretel. Ja, dann weg hier. Na komm, lass uns zurückgehen. Das ist wirklich nicht wert. Ich hätte ganz gerne den Kuchen geklaut, aber und mal geguckt, was da passiert, aber komm. Müssen wir halt mit etwas weniger Essen auskommen. Bevor uns die Hexe hier noch tötet. Macht sie wahrscheinlich sowieso. Oh Mist. Jetzt haben wir den Kuchen riskiert. Hexe töten. Ja, da hätten wir uns auch den Kuchen mitnehmen können. Komm, hä, was mache ich denn hier? Kann ich dich nicht irgendwie angreifen? Du wirst mich hier mittränken. Na komm. Ich bin doch bestimmt schon tot. So viele Tränke, die ich abbekommen habe. Oh oh. Skelette. Nein. Und wir haben nur zwei Kartoffeln. Davon werden wir niemals alle satt. Ach du Kacke. Wir brauchen ein Ablenkungsmanöver. Hat jemand einen Plan? Elvo haltet sie auf. Ah, okay. Jemand. Okay. Ich dachte, wir sollten mal rennen. Schon. Los, lauf, 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 komm schon. Es wird losgelaufen. Okay, was siehst du da? Wow. Na, da ist etwas ganz groß. Das Ende der Welt. The Farlands. Können wir jetzt unser Essen mal futtern? Ich dachte, wir haben noch nichts gegessen und sollten mal was mampfen. Tja, ich habe den Kuchen leider nicht mitgenommen. Tut mir leid, Leute. Was ist das durch? Ja, das ist eine interessante Frage.
history of our world. Very few have seen it in person. Feeling kind of overwhelmed right now. Wie kann er wohl hier leben? Ja, gute Frage. Sonst am Ende der Welt abgeschieden von einem anderen. No, klingt realistisch. Na dann rein mit uns. Doch, das würde er wohl. Los, rein da, auf ihn. A maze, ein Labyrinth, maze, den Begriff kenne ich irgendwoher. Auweil, sag nicht, er beschützt sein Labor mit einem Labyrinth. Er ist doch bekloppt, der Typ. Nee, wir suchen mal nach einem anderen Weg. Und wenn sie wirklich keinen anderen Weg geht, dann nehmen wir durch das Labyrinth. Ja. Machen wir das. Suchen wir mal einen Weg drumherum. Schlecht kann es nicht sein. Kaputte Wand. Ja. Kaputte Dinge können öfters mal helfen. Ja. Blümchen auf dem Boden. Ein bisschen pflücken. Ich gehe im Walde so vor mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn oder was. Ein bisschen auf Goethe-Tour. Sie werden sich Ranken angeguckt. Da könnte man hochklettern. Zombies! Uh-oh. Wo bekommen denn die auf einmal her? Hilfe. Kann ich mein Schwert irgendwie greifen und Hilfe? Okay, was kann ich, also was tue ich? Hilfe! Verdammt! Ich bin tot. Ja, schön. Toll. Und was hätte ich besser machen können? Irgendwie das Schwert greifen und angreifen. Schwert greifen und angreifen. Das muss richtig sein. Schwert. Komm, Schwert. Aha, okay. Da muss es doch einen Weg geben. Da hoch. Lilian klettern. Ah, B klettern. Ja, unbedingt. Die Ranken lang. Das ist der Weg. Hoch. Zack. Da oben sind wir bestimmt in Sicherheit. So, angekommen. Ja. Ich bin ganz auf der anderen Seite. Ja, wir sind verstreut. Auf dem Labyrinth geht es jetzt also entlang. Ja. Es ist eher, um schneller zu gehen. Ja. Nicht unbedingt. Ich könnte mich unter Umständen im Labyrinth wirklich verlaufen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Na denn. Schauen wir mal, dass wir hinkommen. Ich werde mich bestimmt 50 Mal verlaufen, aber ja. Dann mal voran. Runterfallen können wir doch hoffentlich nicht, oder? Eine Fackel. Das ist eine Sackgasse. Ja, ein Labyrinth und ich. Das war noch nie die beste Idee. Aber das Labyrinth ist hier vielleicht auch nicht ganz so
schwierig eingerichtet. Deshalb kriege ich das vielleicht sogar hin. Okay, hier geht es nicht weiter, da muss ich da lang. Ich laufe einfach immer den bestmöglichen Weg, der Richtung dort hinten führt. Aha, da kann ich was auswählen. Ivors Hütte. Das ist unser Ziel. Da müssen wir hin. Ich komme dem langsam näher. So schaut's aus. Sind wir bald da? So schaut's aus. Das ist hier die Frage. Sind wir bald da? Immer am Licht lang. Gehen wir vielleicht auch mal hin. Ne? Sackgasse oder was? Jo, das schaut nach einer Sackgasse aus. Dann nehme ich wohl den Weg dort rechts lang. So. Immer weiter durch das Labyrinth durch. Na komm, na komm. Links, rechts, rechts entlang. Das sieht aber nicht gerade sehr vielversprechend aus. Das sieht sehr sackgassenmäßig aus. Ist es nämlich auch. Dann mal wieder vor. Kommen wir mal vor. Ein bisschen schneller vielleicht. Und links ums Eck ein bisschen schneller. Oh Mann. Da geht's wieder zurück. Und da geht's wieder dort lang. Hat er bloß ein bisschen Angst, schnell zu laufen, weil ich dachte, es gäbe die Möglichkeit abzustürzen. Okay. Da waren Lianen, vielleicht hätten wir die runtergehen können. Aber was wollen wir denn unten? So, dahinter. Gibt es da eine Option, dass das wieder eine Sackgasse? Sackgasse? Schaut aus wie Sackgasse. Ich verliere auch die Figur im Blickfeld. Ist das vielleicht wirklich eine Option, da die Ranken hinunter zu klettern? Ich meine, wir sind jetzt relativ weit oben, relativ weit vorne, meine ich natürlich. Die Ranken, wo waren die? Okay, egal, ich finde sie nicht mehr. Ist wohl doch keine Option. Okay, hier ist etwas, hier ist etwas, hier ist etwas. Klicken wir es an. Kaputte Wände. Aha. Eine bezaubernde Nahaufnahme von den Wänden. Sackgassen. Und noch mehr. Wie kommen wir hier voran? Ich scheine mich wirklich verirrt zu haben. Es ist ruhig. Ich habe mich verirrt. So, hier entlang. Nee, das ist eine Sackgasse. Das kleine Männchen da hinten bin scheinbar ich. Das kleine Männchen kommt nicht weiter. Das kleine Männchen braucht einen Weg. Einen Weg ans Ziel. Es hat sich verlaufen. Auch nein, Spinnen. Kommen die jetzt auch noch hier vorbei? Sagen die auch mal Löchen. Ach Mensch. Wieder Sackgassen. Wieder Wege, wo ich nicht weiterkomme. Ach Mino. Wie sollen wir hier nur ankommen? Sind wir denn bald da? Jetzt bin ich jetzt schon viel über das halbe Labyrinth gelaufen. Ich bin ziemlich weit links. Könnte ich unter Umständen gleich bei meinen Freundchen sein. Ja, immer weiter voran, immer weiter vor, niemals aufgeben. Nur weil, vielleicht bald da. Oh, das sieht so aus, als wären wir bald da. Die Spinne. Heute werde ich nicht sterben. Nein, heute nicht. Ha, zack. Runtergeworfen. Oha, mein Schwert. Mist, da muss ich mehr Zeit in ein neues craften. Ein neues schmieden. Ein neues Schwert für meine Verteidigung.
Ja, Verteidigung. Waffen werden nur zur Verteidigung eingesetzt. Niemals zum Kampf. So ist das. So sollte das sein. So, weiterhin. Funkt hier entlang. Ich laufe eigentlich in die genau falsche Richtung, aber naja. Ich hoffe, dass ich doch irgendwann mal weiter hinterkomme und das Ziel erreiche. Dann sah doch mit der Zwischensequenz gerade zumindest nicht falsch aus. So, rechts entlang. Ah, da unten laufen die anderen. Ein Hexe. Oh wei. Ich habe kein Schwert mehr. Was zum... Uah. Na komm. Uah. Zack. Oh, B ausweichen. Und zack. So, das haben wir auch geschafft mit dem Bogen, mit Pfeil und Bogen. Das ist zwar nicht so die bevorzugte Waffe eines Zwergens, aber muss wohl gehen. Und weiter voran, immer weiter voran. Irgendwann kommen wir an. Irgendwann kommen wir ans Ziel. Auch wenn wir mittlerweile gleich schon durch Lavaflüsse laufen. Wir kommen ans Ziel. Da glaube ich fest daran. Hier wird es ein bisschen heller. Okay. Ich frage mich, warum die anderen schon unten lang laufen. Vielleicht war das wirklich die Option, die richtig war. Dass wir die Lianen nach unten, die Ranke nach unten nehmen hätten sollen. Hätte Fahrradkette. Das laufen wir hier durch Lava sehen. Sieht leider ein bisschen falsch aus, muss ich dir sagen. Ich laufe hier auch im Kreis. Oder auch nicht. Da geht's runter. Oh, ah, schön. Toll. Geht's weiter. Oh, das sieht so aus, als wären wir da. Na dann. Sieht's für mich so aus, als müssten wir diesen Part beenden. Ist Zeit für mich, Schluss zu machen. Damit nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part. Gehabt euch wohl. Habt einen angenehmen 40. Tag. Haut rein. Man sieht sich, sagte ich schon. Kann man nicht oft genug sagen. Ciao, ciao.